Herzlich willkommen, dass ihr da bei uns auf dem Hof seid. Erlebnis Agrovision. Erlebnis Agrovision ist, wir zeigen Biolandwirtschaft. Und zwar vom Gras bis in den Teller. Und da wollten wir euch einfach einladen, dass ihr mit uns auf den Rundgang könnt. Auf unserem Hof hat es ganz verschiedene Facetten und verschiedene Unternehmer. Wir haben zwei Pächterfamilien, die den Landwirtschaftsbetrieb machen, mit Kuh- und Hühnerstall. Man sieht unsere Scheuer, wo wir Milchwirtschaft machen. Wir können Melchstand ein. Und man sieht einfach mal die Scheuer, wo die Kühe auch eine tiergerechte Haltung haben. Man kann im Melchstand schauen, wo wunderbare Weidemilch gemolken wird, weil unsere Kühe können kein Kraftfutter über und sind 24 Stunden auf der Weide. Sie können nur jetzt zum Melken. Wir haben eine Bio-Käserei. Unser Käser ist der Simon Schütz. Er ist hier Betriebsleiter und er ist wirklich jetzt ganz fest dran, unser Ziel, den Rohmilch-Weichkäse zu machen. Weichkäse ist natürlich, jeden Tag ist anders. Das ist aber mehr der Fütterung der Kühe abhängig. Mir schmeckt eigentlich aus, auf jeder, wenn Kühe auf unterschiedlichen Weiden sind, dann merkt man das auch im Produkt. Von Sensorik her ist es halt so, dass die Milch in heutiger Zeit sehr viel umgepumpt wird. Wir erhitzen die Milch nicht, kühlen. Und das merkt man natürlich auch sensorisch. Es ist von dem her viel aromatischer, es ist viel vollmundiger und es ist einfach rein dadurch, dass man nichts pumpt und nichts kühlt. Also es ist wirklich naturbelassen und das sind die Aromakomponenten auch viel ausgeprägter als in einem Produkt, das man pasteurisiert und dann einfach immer die gleiche Basis hat. Wenn man weitergeht über Progie, ist Pro Spezie Rara. Wir haben nämlich in der ersten Bauphase einen Obstgarten mit 78 verschiedenen Obstbäumen gepflanzt. Gerade nebenan ist der Lehrbienenstand von den deutschen und rätoromanischen Bienenzüchter, wo man mal schauen kann, wie wichtig das die Bienen ist, dass man eins zu eins schauen kann, wie man Bienenhonig rausnimmt, dass man schauen kann, wie die Tiere eben gerade im Frühling ganz grosse Funktion haben. Dann geht man weiter zum Hühnerstall. Wir haben Bio-Muttertiere, wo wir Bruteier produzieren. Da kann man mal richtig hinschauen. Das sind 900 Hühner und 100 Küken. Das sind nachher befruchtete Eier, die in die Brüterei gehen. Und da gibt es Bio-Maschboulet auf anderen Höfen. Jetzt kommt eines der ganz grossen Highlights, wenn man ins Restaurant hinkommt. Hier ist der Eigenbrötler, der den Holzbrotbachofen als Pächter betreibt. Ich bin Amrei Dani, also bekannt als Eigenbrötler und mache meine eigene Geschichte mit dem Brot. Es ist natürlich total lässig im Publikum in den Bachen und den Leuten zeigen, wie man Brot backt. Oder? Es sind natürlich Holzofen, es sind Emotionen, man sieht Feuer, man hört es knistern und wenn es natürlich noch schmeckt und nachher dann noch am Gaumen gut ist, mal. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Ja. Wichtig für uns ist auch, dass wir möglichst viele Familien auf dem Hof haben. Wir haben einen wunderbaren Spielplatz, es ist so ein Unikat. Es hat ganz lässige Sachen zum Klettern, einen Sandkasten, einen Rutschi. Und was ganz gut ist, ist so eine Aussichtsplattform, die wir hier sehen, wo man die Rutschbank haben kann. Uns ist wichtig bei unserer Gastronomie, dass wir eine wehrhafte, gute Küche machen mit Bioprodukten. Das Gastrokonzept, ja, natürlich geht es darum, dass wir auch hier in der Küche, ja, in erster Linie natürlich die Hofprodukte, alles was am Hof produziert wird, und in zweiter Linie die Bioprodukte von den ungefähr 80 Regio-Fair-Bauern hier zelebrieren. Und es wird hier kein Gourmet-Restaurant werden. Ich sage, was den Aufwand angeht. Es wird aber ein Gourmet-Restaurant werden, was die Küche angeht. Wir werden natürlich unter der Woche eine einfache Karte haben. Es wird am Freitag und am Samstag auch ein Abendangebot geben, wo man natürlich schon so ein bisschen auch vom Angebot her in die Richtung Gourmet-Restaurant gehen werden. Und der Sonntag wird dann nochmal ganz speziell sein. Es werden natürlich auch sehr viele Familien zu uns kommen, was uns auch sehr wichtig ist, vor allem, weil sie dann auch die Geschichte kennenlernen können hier. Von dem Moment an, wo mich der Andi Lieberherr eingeführt hat, in was da entsteht, bin ich überzeugt gewesen, dass da ein Leuchtturm wird entstehen. Wir haben heute die Einweihung von dem Leuchtturm und wenn wir den Besucheraufmarsch heute schon anschauen, dann kann da eigentlich gar nichts mehr fehlen.